Get Alive. Get Alive, cause Nerds suck. Nee, Kors stand, Kors da, stand gar da gar nicht. Das ist auch inhaltlich falsch. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt dazu gebracht habe. Wir sind die Leute in Brüder. Pong kritisiert mich schon gleich am Anfang hart. Ich habe doch einfach nur deine Motive hinten in Frage gestellt. Ich habe dich nicht kritisiert. Was auf der Karte schläft, frage ich in diesem Video, ist unsere Butze. Ja, da können wir schlafen, ja. Small Offenses, VX, Panty Raid. Panty Raid ist was für Pong. Panty Raid. Ist das sowas wie Hüschenjagd? Ja. Ja. Exakt. Das finde ich gut. Und ab in den Urwald. Da liegt ein UFO. Das ist ein Frisbee. Schön, ich wirf die Frisbee. Nicht so. Das ist die langweiligste Art, ein Frisbee zu werden. Stimmt, so. Da. Yeah. Das ist so ein Schweif. Was ist denn das Gelbe da? Oh. Hier ist unser Haus. Ich finde, wir haben irgendwie das geilste Haus in der ganzen Stadt bekommen als Trostpreis. Haben wir verloren in den Kampf? Nein, wir haben gewonnen, aber die hatten nicht den eigentlichen Preis. Was war das denn? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Deal gemacht. Ich denke auch. Und offensichtlich wohnt da kein anderer, oder? Nee. Nein, das ist unser Haus jetzt. Damit man nicht immer in der Schule anfangen muss. Und hier ist ein Speicherbuch. Oh, wir haben fast 10%. Nee, mehr. 12,4. Kannst du das hier mit dem Mikro laut? Nee. Aber man hört's. Ja. Wer dieses Geräusch erkennt, hat's erkannt. Small Offenses. Jetzt gehen wir noch Small Offenses. Nein, Lawnmower, EX. Jetzt können wir keine Klassen mehr besuchen in der Schule? Zurzeit nicht, ist zu früh, 8:30. Geht es um 9 los? Die sind ja in den USA wesentlich fortschrittlicher und haben erkannt, dass Kinder vor 9 Uhr überhaupt gar nicht aufnahmefähig sind. Oh, was will der denn? Die sind ja sogar in den USA so fortschrittlich, dass sie Food Deliveries machen. Dass sie Pizza als Gemüse klassifiziert haben. Wo haben sie das gemacht? In Amerika. Pizza geht da jetzt offiziell als Gemüse, weil alle Gerichte, die 2 oder mehr Esslöffel Tomatensauce enthalten, als Gemüse. Nein. Doch, wirklich wahr. Aber in welchem Zusammenhang? In dem, also die, der Hintergrund ist, dass die, die Fastfood-Industrie beziehungsweise die Lobby das durchgeboxt hat. Weil es Gesetze gibt, die sagen, so also Schulkantinenessen musst du so und so viel Prozent aus Gemüse bestehen. Und damit man quasi diese Prozentpunkte auch mit Pizza erreichen kann. Ja. Da haben die irgendwie 300 Jahre im Kongress diskutiert, um dieses geile Gesetz durchzubekommen für besseres Schulessen. Und was passiert? Was ging jetzt eigentlich da? Die Ex. Oder die Ex, man. Ach, ich muss nach oben für die Ex. Ja, was hat er gegen unsere Kleinen? Du need an Aquaberry Sweater. Und muss ich erstmal kaufen. Ich muss mit deren gesellschaftlichen Zwang. Du musst dich dem Dressbuch beugen. Aber eigentlich sahen seine Sachen jetzt nicht so viel anders aus als deine. Ja, der hat halt diesen uniformierten Chef. Den Yam-Yam-Markt, da kriegen wir bestimmt keinen so einen Sweater, ne? Okay. My job, if I'm you really should be in school. Ja, tun wir uns hier. Da oben ist der Shop. Ich muss zurück, um die Kurve und dann nach rechts. Erstmal ganz, also eine Frage, die auf deine Offenheit angewiesen ist. Ja. Werden wir dieses Spiel durchspielen? Es tut halt nicht so richtig weh, ne? Aber ich vermute irgendwie auch eher nicht. Ich glaube vielleicht auch doch. Okay. So eine ganz offene Antwort. Hier ein Aquaberry.
Aquaberry, Upper Body, Aquaberry Vest. 17. Worth. Mag ich so einen Sweater nehmen? Ja. Was kostet der? 12 Euro noch was. Habe ich ihn jetzt? I hope you enjoy your purchases. Aber sein Hemd hängt immer noch unten raus. Er ist und bleibt Rebell. Small Axe. This is a rebellion. So let's rebel. Was? Das hast du jetzt zitiert, die Star Wars? Ich habe die Star Wars Scheiße zitiert. Aber nur aus dem Trailer, es kam mir für mich vor. Guck mal, wie ich das klug erraten habe, nur weil das Wort Rebel vorkam. Und Rebellion. Und Rebellion. Maximum Capacity. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass dir Rogue One gefallen könnte. Sister. Ist halt kein Star Wars Film. Have you ever avoided ja. Muss man eigentlich gedrückt halten? Nee, kann man. Ja, ich muss gar nicht mehr klicken. Das ist auf jeden Fall ein krasser Hater. Von Star Wars oder von Bully? Ja, eigentlich von allen. Komm ich jetzt hier rein? Yeah! Guck mal! Das wird die beste Mission bisher. Das wird die beste Mission. Die Eier. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice Aquaberry sweater. Trey Sheik. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soap Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So, so my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen. We're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Ich hab aber schon Eggs. Genug? Das ist kein gutes Spiel bisher. Ist es nicht, ne? Liebe Leute und Brüder, are not convinced. Take your eggs to Dad's house. Siehst du, ich hab nämlich schon welche. Muss ich dauer. Ach, danke. Ist wie bei Donkey Kong Country, ne? Aber können wir nicht lieber so ein Spiel spielen, das Spaß macht? Weißt du, wo man mit der Schlange auf den Kopf hüpft von Gegnern, um hochzukommen? Ja, Tor? Aber wir haben keine Donkey Kong Spiele mehr. Haben wir wirklich nicht. Holy Macaroni. Ich habe eine Google und Coyote Card collected und Firecrackers. Bietet natürlich auch wenig zum drüber reden, muss man sagen. Wir können das mal über die Stromleitung. Also, ihr meckert jedes Mal, dass ihr alles scheiße findet an dem Spiel. Jetzt hört halt endlich auf mit dem Meckern oder auf mit dem Spiel. Aber im letzten Mal hat es sehr viel Spaß gemacht. Mal, stimmt. Aber da waren wir auch, naja, in einem fröhlichen Zustand. Da waren wir schon weiter am Abend. Ja. Wir müssen also anfangen mit guten Spielen und aufhören mit sehr schlechten Spielen. Oder anfangen, mehr Bier zu trinken. Das kann ich nicht, ich muss die ganze Zeit A drücken. Ich hätte auch den Bus nehmen können. Er wohnt hier très chic. Ah, in den reichen Schnöselorten. Oh, da hängt die Pande. Ab. Die Miraculiantilope ist der Chef der Pande. Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. Smash it.
Now tell me, Hopkins. Is it true you Sarah's inbred? No, because first cousins is legal, my friend. Legal. Mm. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad, your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag. Er spielt uns aus. Yeah. Er hat sich mal als unser Freund dargestellt. You've been rude about mommy. Let's get this papa. Gary ist ein guter Typ. Shouldn't you be collecting food stamps? You are a pathetic fight. Give up now. Nicht durch die Hauptform. Seems you don't have a key to get out. Den Key Retreat. Nice try, Slowbro. Ich muss gleich ein paar Fußfedern. You better not damage my clothes. Okay, jetzt geht's los. You won't get messing with the wrong dudes. You are so gonna get killed. I bet you like it. Hit me hard, my daddy sued. You are an excellent boxer, you know. You are so gonna get killed. Well, all right. Yeah. Power on your tookies. You are messing up with the wrong dudes. Hit me hard, my daddy sued. You better not damage my clothes. You are so gonna get killed. Wie sie da reingekommen, hast du gesehen? Extra now available in your room. Das ist ja eine sehr tolle Mission auch gewesen. Ich habe Eier dahin gebracht mit A drücken. Die beste, hast du gesagt. Dann ist Gary gekommen und ich musste prügeln. Aber wir hatten ja auch schon die Eier vorher gehabt. Das wär natürlich viel besser gewesen, wenn wir die erst noch hätten holen müssen. Dann wäre es gerade die krasse Mission gewesen. Raise the veil, small offenses. Guck mal, die Weitsicht da hinten, hast du gesehen? Der Karneval. Wahnsinn. Breath of the Wild. Breath of the Weitsicht. So, Freunde von Bully. Ich bin gespannt, wie der Satz weitergeht. Wie gefällt es euch bisher so? Hier ist wieder mein Heim, das Sweet Heim. Ich wollte eigentlich nicht zu meinem Heim, ne? Aber da sind jetzt Eggs available. Ja, eigentlich. Whatever the fuck that means. Naja, das heißt, dass ich wieder... Das ist ein unendliches Ei, genau. Das ist ein unendlicher Eiervorrat bei dir zu Hause. Genau, wenn ich auch schon Chemicals hab und so ein Kack. So, hier kann man jetzt auch so noch so Sachen machen, Lawnmowing zum Beispiel, da kriege ich einfach Geld für. Geld, ja. Das ist aber wahrscheinlich auch scheiße, ne? Das sollte mich vielleicht einfach nur darauf konzentrieren. Vor allem, man kriegt ja auch für die teilweise normalen Missionen am Ende Geld. Ja. Und bisher brauchen wir auch nicht. Haben wir ja auf jeden Fall deutlich mehr zu brauchen. Ja, das heißt, ich würde mich eher so ein bisschen auf die Missionen konzentrieren. Ja. Die Missionen vorantreiben. Ist denn der Hauptfokus des Spiels, also die blauen Pfeile sind sicherlich so wie das sind diese bei Red Dead Redemption, wo dann die Überfälle sind. Genau. Wie hast du es genannt? Sammelcrabs? Fetch Quests. Fetch Quests. Rubberband. Just what I was looking for. Also ist denn schon das Hauptspiel darauf ausgelegt, dass du dich nicht mehr in der Schule befindest, sondern dort in der Stadt? Ich glaube teils, teils. Wahrscheinlich ist jetzt gerade ein Bereich, du hast es erschlossen, jetzt kriegst du hier ein paar Missionen, dann geht's hier zurück in die Schule und dann geht's in den neuen Teil der Stadt. Ich vermute, dass das so ein bisschen ist. Ein bisschen verlaufen. Ich muss zum nach unten wieder zurück. Zum Heidepark Soltau. Oh nein, ich bin ganz falsch gelaufen. Nur von dem Bus. Ne, der bringt mir gar nichts. Wo, was ist denn dein Ziel? Wo bist du hin? Guck mal, ich bin da oben auf dem Berg und muss da unten zu dem Stern. Wieder zum Karneval. Ja. Da hilft dir der Bus da weiter. Ich kann natürlich auch in die Schule, da gibt es auch noch eine Mission. Und ich kann die Money Quests machen oder wie. Achso, da ist der Fall, ja Jack. Aber das ist doch alles nicht so groß, du bist nicht weit weg. Ja, ich bin doch total in die falsche Richtung. Oh, jetzt kann ich nicht mehr in die Klasse gehen. Huch, das Auto hat mich fast überfahren.
Ja. Ja. Wo kam denn unsere Euphorie beim letzten Mal plötzlich her? Also ich finde ja die Dialoge, die sind tatsächlich ganz lustig. Sind sie. Also die sind schon mehr. Zu Beginn hat das Spiel großen Unterhaltungsfaktor durch die vielen unnötigen Prügeleien, die man schwer aus dem Weg gehen konnte und eine eigenartige Spielweise. Und seit, dann gab es die Phase, wo du... Nicht verstanden hast, wie das Spiel genau, funktioniert. Dann war es richtig gut, aber jetzt habe ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben zu viel verstanden, wie das Spiel funktioniert. Und zu viel verstanden? Ja. Jetzt machen wir einfach nur noch... Ignorance is bliss manchmal. Da ist ein Schwert. Ja, ich muss mir schon wieder ein Ticket kaufen. Und ich zur Quest überhaupt hinkommen. Ich bin aus dem Weg. Zucker. Ja. Souvenirs. Es ist schon wieder 5 Uhr nachmittags. Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ja. Aber wir haben auch schon echt viel erlebt an diesem Tag mit dem Ex. Das ist ja schön, ne? Offensive, degrading, patronizing, stereotyping, crap, die. No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me. Du musst schon ganz viele Gartenstellen kaputt machen. I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all. Old Bowlville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Das wird bestimmt funktionieren. Das ist bestimmt eine richtig gute Quest. Durch die ganze Stadt laufen und Gartengnome zu hauen. Look for Gartengnomes and destroy them for Brady. Das ist wahrscheinlich so eine Dauerquest, ne? Offensichtlich, jedenfalls hast du nicht irgendwie jetzt 12 Kreuze auf deiner Karte. Ja. Das ist ja kacke. Das ist ein bisschen, kennst du, erinnerst du dich an die Brad? Ich hab doch ein Skateboard, warum hab ich das denn nicht die ganze Zeit benutzt? Stimmt, total vergessen. Steht jetzt bestimmt schon unter dem letzten Video. Erinnerst du die Breath of the Wild Quest bei Soras mit diesen ganzen Geschichtswänden, die du dir alle anguckst? Die hab ich nicht gemacht. Ich hab nur die Geschichtswände hin und wieder gesehen. Ja. Und man hat halt die mitgenommen so auf dem Weg, aber ich hatte echt gar keinen Bock nach den anderen zu suchen. Ja, kann ich verstehen. Da hätte ich gerne Kreuze. Aber ist es denn so, ist es denn so, wenn man die, die man schon gesehen hatte, sowieso, dass man die dann auch hat? Ja, die hat man dann. Das man hat, das hat man. Du bist wieder in der Schule. Ja. Absichtlich? Ja, das ist nämlich hier die nächste Quest. Ich dachte, du wolltest ein paar Gartenzwerge kaputt machen. Das ist ja jetzt einfach nur so. Das mache ich ja jetzt nicht hauptberuflich. Na, das werden wir sicherlich beim nächsten Mal nicht mehr erinnert. Doch, sobald wir so einen Gnomen sehen, dann haue ich den kaputt. Das würde ich ja sowieso auch so machen. Wahrscheinlich sind die jetzt erst freigeschaltet. Also sind die jetzt erst da. Was heißt Vale? Keine Ahnung. Hey, Pete. Vicky Vale. Where is everybody? Oh, Jimmy. It's you. Yeah? I guess you want to kill Gary now that he's turned most of the school against you. And got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment, I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own and I'm too cool to be a dork and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Bei GTA gibt's ja immer so diese Quests, die so Nebenaufgaben mal sind. Ja. Ich habe das Gefühl, daraus besteht dieses Spiel zu 100%. Es gab noch keine richtigen Hauptaufgaben. Get a bike. Stay calm, everyone. Liegt schon alt, von eben. Jetzt musst du ein Bike Race machen, oder was? Und Peter hat, darf wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Peter soll doch nicht kaputt gehen. Ah, ich muss natürlich. Aus der Schule raus.
Er ist sicher schon gut zurecht, muss man sagen. Ja. Musst du da immer wieder drücken? Ja. Daher habe ich das, glaube ich, auch mal gelaufen. Da kann ich runterspringen, also rüberfahren über die Schanze. Yeah. Hat Spaß gemacht? Ja. Gut. My servants are more impressive than you. And they're pathetic. They've got nothing on us. Am Strand sind die doof? Ja. Wayface hier. Ja, Dolphin Bay. Genau. Dolphin Park. Park. Oh, das war ein Let's Play. Wie hieß denn der Bay? Okay. Ich glaube aber auch ein Bay. Bin mir sicher. Ja, oh. Da hoch. Oh! Der packt man jetzt rein. Du warst doch maximal schnell. Ich hätte da wahrscheinlich einfach nicht hochfahren sollen. Weiter. Der hat dich geboxt. Erster. Wieder Full Throttle. Hast du das gespielt? Ja. Die neue Version? Nein, die alte. Ja. Habe ich mir nie gespielt und jetzt gibt es das Remaster, das soll toll sein. Für was? Das habe ich verpasst. Remaster? Das Remaster gibt es jetzt, so wie bei Day of the Tentacle. War das ein gutes Point-and-Click? Ja. Also ich fand es damals gut, aber damals war ich noch der unzügigste Mensch der Welt. Was Sache angeht, das fand ich möglicherweise auch an dem Comic-Grafik toll. Dass man einer Leute vom Motor kicken konnte. Bleibt 1 von 1, wenn man. Ich finde es auch nicht besonders schwer. Nein. Ich bin einmal krass vom Fahrrad gefallen und liegt trotzdem zwischen Abstand vorne. Ich kann nach einem gewissen Gummiband-Effekt mitzuspielen. Lass das gleich einmal rum. Ja. Gott sei Dank, dass du das nicht zweimal machst. Ja, das war mir auch so ein einziger Gedanke. Viel Spaß durch. Sweet win. Come by and see me anytime. Wer ist der denn jetzt? Das ist der Bike Shop Typ. Der hat das veranstaltet. Aber du hast Respekt verloren bei Peppy. Ja? Ja, minus 10 Respekt. Achso, weil ich die besiegt habe. Ja, dieses Respektsystem ist totaler Humbug, oder? Es sollte vor allem auch mehr Respekt geben. Dieses Video ist an dieser Stelle vorbei. Nee, pass auf, wir machen das so. Ich gehe schlafen und speichere, dann machen wir dieses Spiel aus. Gut, das ist ein Rubber Band. Möglicherweise machen wir es nachher wieder an. Glaube ist da gerade das Licht angegangen? In deinem Haus, das ist gruselig. Hast du gesehen, dass da gerade das Licht angegangen ist? Ich hab das gesehen. In meinem Haus, wo niemand drin sein kann. Ja. Jetzt kommt der Horroraspekt. Jetzt kommt der Anklass 2. Fahrrad! Das musste jetzt nicht sein. Oder? Sorry. Nee, musste wirklich nicht sein. Mal gucken, was die in unserer nächsten Mission sind. Beach Rumble. Lawnmowing immer noch. Moment mal ganz kurz. Lawnmowing Park 1. Vielleicht müssen wir es doch machen. Intro, ja, das müssen wir auch machen. Beach Rumble und Beach Rumble. Ich glaube nicht, dass wir das machen müssen. Ich glaube, da gibt es einfach so verschiedene. 100% natürlich schon. Ja, 100%, wo wir schon 13,64 erreicht haben mit Video Nummer 18. Bis bald. Das war's. Jetzt fangen wir an, die echten Spiele zu spielen. Auf Wiedersehen.